Intersektionalität zeichnet aus, dass Menschen nicht nur durch ein Merkmal zu beschreiben sind, sondern immer durch mehrere Merkmale, die zusammentreffen und dann auch die Identität einer Person formen, wie auch Chancengleichheiten oder Chancenungleichheiten zuweisen. Nun, in der Diskussion heute wird es genau um diese Frage gehen, wie nämlich Identitäten auf der einen Seite geprägt sind, wie sie beschrieben werden und wie sie sich abheben von nur, in Anführungszeichen, sozialstrukturellen Kriterien wie jene der Herkunft oder des Geschlechts oder des Einkommens oder der Größe oder des Alters. I am Earth, I am Light, I'm everything, we're not apart. Mir würde es viel bedeuten, wenn ich Dinge greifbarer erfahren könnte, weil ich finde, es ist sehr, sehr spannend, da auf einen Nenner zu kommen. Wenn wir alle anderer Meinung sind, dann hat sich für mich der Abend gelohnt. Das heißt also, bei Intersektionalität geht es darum, verschiedene Unterdrückungsformen zu beleuchten und aus der alten Erfahrung, dass es wichtig ist, dass man eine Sichtbarkeit erreicht. Ich finde es ganz toll, dass das Thema jetzt im Vordergrund steht, gesellschaftlich gesehen. Allerdings verschwindet dahinter manchmal diese einzelne Betroffenheit. Und die ist aber, die zu analysieren und sich genau anzuschauen, ist aber sehr wichtig. Das Problem ist wie bei Queer, dass es zwar super das abdeckt, aber es deckt auch alles ab. Es geht darum, dass es verschiedene Diskriminierungskategorien gibt, wie zum Beispiel Gender, Race und Class, die sich gegenseitig bedingen und überschneiden, was aber oft rechtlich noch gar nicht erfasst ist. Worüber reden wir und wie viele Multibetroffenheiten hat denn jetzt eine Person? Ne? Oder auch, wo liegen wir dann auch wieder falsch, wenn wir dann schematisch sagen, alle Frauen sind jetzt von Gewalt betroffen, ne? Ich finde es ganz wichtig, was du sagst. Solche Gewalterfahrungen machen eben zum Beispiel beide Geschlechter. Das was, macht was. Die Welt und die Menschen, das ist schon ein bisschen komplexer als so Schwarz-Weiß-Antworten finden. Ich würde mir wünschen, dass wenn wir heute aus dieser Diskussion herausgehen, uns ein bisschen von dem dichotomen Weltbild verabschieden. Denn diese Vorstellung, dass Menschen entweder Opfer oder Täter sind, liegt mir sehr fern, denn wir sind immer beides gleichzeitig. Für uns hat der Staat einen ganz, ganz großen Handlungsauftrag, nämlich jenen aus vielen, vielen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir über die letzten Jahrzehnte gesammelt haben, sowohl im Bereich von Bildung als auch im Bereich von Geschlechterungerechtigkeiten, Migrantenungerechtigkeiten und so etwas, endlich Taten folgen zu lassen. Ich glaube nicht, dass man mit so oktroyierten Entscheidungen und politischen, was weiß ich, Gesetzen, so etwas wie einer 2000 Jahre alten Ideologie, nämlich Juden scheiße zu finden, irgendwie entgegenwirken kann. Also ich habe enorme Erwartungen an den Staat. Es wäre ja merkwürdig zu denken, dass Gesetze die Kulturen, in denen wir leben, nicht verändern und umgekehrt die Kulturen nicht auf die Gesetze eine Veränderung auswirken. Wenn ein Großteil der herrschenden Weltbevölkerung, weil ich glaube, da müssen wir ansetzen, dass diejenigen, die die Systeme aufrechterhalten und die Mythen aufrechterhalten, dass die einfach einsehen, ist ja alles schön und gut, aber Macht ohne eine funktionierende Welt taugt nichts, deswegen müssen wir umlenken. Das wäre toll. Ich glaube, was wir heute diskutiert haben oder wo wir auch hingekommen sind mit der Diskussion, ist, dass es auch um die Machtfrage geht. Also das heißt, Abgeben von Privilegien und Teilen von Privilegien. Wobei ich denke, dass die neue Generation tatsächlich an dem Punkt ist, wo sie sagen, wir wollen teilen, wir wollen anders leben. Aber diese Utopie, wie soll denn dieses Leben gestaltet sein und wie soll es denn aussehen, das ist
eben noch sehr unklar. Und dazu gehört nämlich vor allen Dingen zum Beispiel Ökonomie. Wie kann Ökonomie gestaltet werden, dass sie gerechter ist? Wenn ich Fingerschnipsen könnte und was lösen könnte, dann, dass wir ein größeres Bewusstsein alle dafür haben, wie unsere koloniale und auch andere Historie unser Jetzt weiterhin beeinflusst. Also ich müsste zwei Dinge verändern. Das eine ist den Gedanken der Trennung zwischen wir und die. Wir sind alle eins, das müsste einfach klar sein. Und das andere ist der Mangelgedanke, der uns fälschlicherweise antreibt, zu nehmen, immer nur zu nehmen und wenig zu geben. Ja, also ich finde die Frage irgendwie, nervt die mich. Du bist leer, aber niemals allein. Du bist verloren, aber niemals schwer. Ich find dich lächerlich und jetzt lächel ich. Du bist höflich, ich bin gemein. Denn einfach mal was. Ausholen, es ist eigentlich ganz klar, ich bin da auch ein, zwei Schritte auf den Zugang zu vermeiden. Ich will jetzt ja nicht, also ich will dir ja nicht die, ne, aber es wäre deinen Kollegen nur auch unfair und verschießt, ne? Genau. Also. Zu starten?